Noch immer, und da habt ihr recht, besuchen viel zu viele Jugendliche Förderschulen. Noch immer kriegen junge Menschen, die nicht fähig sind, einen Berufsabschluss in der Regelzeit zu machen, eine Chance. Aber was bei euch auch völlig fehlt, ist, wie gehen wir denn mit älteren Beschäftigten in diesem Demografiethema um? Welche Rolle spielt Weiterbildung? Wie können wir ältere Beschäftigte, die immer noch nicht bis 65 die Chance haben zu arbeiten und ihre Rentenpunkte sozusagen zu sammeln, wie gehen wir denn mit denen um? Bekommen sie Möglichkeiten, alternsgerecht Arbeitsprozesse zu erleben? Und hier sind wieder zwei unterschiedliche Schuldige. Nämlich Arbeitgeber, die keine alternsgerechten Arbeitsprozesse schaffen und natürlich eine Staatsregierung, die dafür auch keine Bedingungen schafft. Bis jetzt ist die Initiative, kennt ihr, 5000 mal 50, völlig hoffnungslos und Ministerpräsident Tillich kann keine großen Ergebnisse vorweisen, wenn nicht die DGB-Gewerkschaften sagen, hier haben wir ein Projekt und hier haben wir ein Projekt. Aber das ist unsere Leistung und nicht die Leistung dieser Staatsregierung. Das müssen wir in diesem Zusammenhang nennen. Demografie zu gestalten im Betrieb fängt bei Personalentwicklung an, fängt bei Prävention im Betrieb von Gesundheitsschutz an und bei vielen Fragen. Und hier sind wir gerne bereit, diesen Faktor mit euch gemeinsam aufzuarbeiten, was das heißt, das Demografieproblem im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit und Sozialem in Angriff zu nehmen und zu lösen. Wir sind da gerne bereit, genau wie bei allen anderen Prozessen. Kollege Pellmann, du hast es mir einfach gemacht, meine Ausführungen zum bedingungslosen Grundeinkommen sozusagen zu verkürzen. Die DGB-Gewerkschaften und gerade IG Metall und Verdi auf den letzten Kongressen haben sich ja auch damit beschäftigt. Und da ist ein demokratischer Willensbildungsprozess erfolgt und der sieht so aus, dass dort, ob uns das gefällt oder nicht im Einzelnen, diese Anträge auf ein bedingungsloses Grundeinkommen abgelehnt wurden. Warum? Weil wir eben sagen, Erwerbsarbeit ist für Menschen wichtig. Sie wollen doch gar nicht bedingungsloses Grundeinkommen alle haben, sondern Menschen wollen arbeiten, Leistungen dafür bekommen und sich natürlich einen Lebensstandard gönnen, der ihre Persönlichkeit weiterentwickelt. Wer übrigens an diesem Thema Erwerbsarbeit rumknuspelt, knuspelt automatisch an dem Thema der Löhne und der Tariflöhne und auch eines gesetzlichen Mindestlohns, um nur zwei Fragen aufzuwerfen, die damit im Zusammenhang stehen. Abschließend, ich habe noch so viele Punkte, aber ich glaube, ich schlage euch vor, wir arbeiten da Punkt für Punkt euren Leitantrag durch, weil ich es gut finde, dass der vorliegt, dass man darüber diskutieren kann. Auch wir können uns daran reiben. Möchte ich noch etwas zu Europa sagen. Cornelia sitzt da und wir haben uns vorhin unterhalten. Wenn wir wirklich die Situation ernst nehmen, zu dem, was Sarkozy und Merkel im Sommer unter dem Stabilisierungs- und Wachstumspakt verabredet haben, dann bedeutet das, dass den Gewerkschaften das Rückgrat gebrochen wird, weil dort verabredet wurde, dass man ohne weiteres von Europa her, von Staatsregierungen her, Merkel und Sarkozy, bestimmen kann, wann Menschen in Rente gehen, was sie für ein Einkommen haben, wo sie zu kürzen haben und wie sie den Gürtel enger schnallen lassen müssen. Und deshalb Vorsicht vor diesen gesamten schlimmen neoliberalen Sachen, die in diesen Papieren stehen und die von Deutschland ausgehen und wo wir mit beitragen, dass der griechische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin dort jetzt bluten muss. Und deshalb lasst uns dort an den internationalen Gedanken festhalten.
Und lasst uns vor allen Dingen den in unseren Wurzeln von 1848 verankerten Leitlinien festhalten, nämlich Banken müssen an die Kandare genommen werden und sie müssen ihrem Ursprung wieder zugeführt werden. Und sie dürfen nicht mit Schicksalen von Menschen und deren sauer erarbeiteten Geld und mit ganzen Staaten hin und her handeln. Hier müssen wir weiter drum ringen. Mein Kollege hat schon zum Thema Rechtsextremismus gesprochen, Thomas. Ich kann es abkürzen. Der DGB in Sachsen wird zu allen Aktivitäten gegen rechts aufrufen. Heißt für Iris Kloppig natürlich auch, die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die zu einer Barrikade, die friedlich und gewaltfrei ist, zu stehen. Aber wir haben ein Mitglied in unserem Bund der Acht, der heißt der Gewerkschaft der Polizei. Und auch deren Interessen müssen wir schützen und berücksichtigen. Und deshalb wird der DGB zu Aktivitäten in jeder Frage aufrufen, die gewaltfrei ist und friedlich, aber nicht unmittelbar zur Barrikade. Wenn die entsteht, sind viele von uns dabei und das wisst ihr. Aber wir haben ein Mitglied in der Familie, dessen Interessen wir auch durchsetzen müssen. Das mag euch vielleicht jetzt nicht jedem gefallen, aber wir haben auch Disziplin und Beschlüsse, denen wir treu zur Seite stehen. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, möchte ich an das Kulturprogramm erinnern. Das war doch so voller Leben. Und es war menschlich. Und es war einfach schön. Lasst uns unsere Arbeit so machen. Mit etwas Leichtigkeit. Man muss sich nicht immer so wichtig nehmen. Aber was uns einfließen muss, ist, dass wir Menschen bleiben, dass wir den anderen ernst nehmen und bereit sind, mit ihm zu diskutieren und ihn mitzunehmen. Und insofern stehen wir natürlich gemeinsam weiter in Aktionen und Aktivitäten in einer Reihe. Und ich wünsche euch weiterhin gute Diskussionen und Erfolg. Ein gutes, schönes Glück auf!